Yo! Wo war ich nochmal? Keine Ahnung. Irgendwo. Achso, Trauerpass. Ja, nice. Okay, erstmal wieder gucken, wo ich bin. Willkommen zurück zu Ori und der verwirrte Mensch. Letzterer bin ich. Der Trottel, der vor dem Rechner sitzt. Aber ich habe gesehen, dass ich schon 71% habe von dem Spiel. Es kann sich also nur noch um Stunden handeln. Und ich weiß gerade, nee, Moment, wo wollte ich denn hin? Ich hatte mir gerade in den Kopf gesetzt, warum auch immer, hier dieses kleine Extra da auf der linken Seite noch mitzunehmen. Da gucke ich mir mal an, ob ich das auch machen kann. Achso, ja, da komme ich ja nicht hin, weil da so ein komisches. Okay, ich sehe schon. Irgendwie scheint da auch so ein bisschen Wind auf die Seite da zu pusten. Aber ich glaube, ich komme da trotzdem nur durch, wenn ich irgendwo noch den Schalter dafür finde. Na gut, dann eben später. Oh, das war knapp. So. Etwas beunruhigend war gerade, dass ich, bevor ich das Spiel gestartet habe, habe ich noch gesehen, dass, genau, hier so eine hässliche Kröte wieder auf mich wartet. Ups. Ja, ach so, ja, genau. Okay. Ja, cool. Das war ja. Wie viel habe ich denn? 124 Tode bisher. Okay, das geht ja noch. Ich habe gerade gesehen, dass. Guck mal, da spreche ich darüber eben. Schön wieder vom Thema ablenken. Nice. Fähigkeitspunkt habe ich auch nicht. So, ich habe gesehen. Gesehen habe ich, dass ungefähr nur 29% aller Spieler die Hälfte aller Gegenstände, aller Sammelgegenstände eingesammelt haben. Sammel hier, sammel da. Finde ich ein bisschen beunruhigend, vor allem wenn man hier sieht, okay, 10 von 12 Lebenszellen, 7 von 15, okay, das ist so irgendwie schon die Mitte. Okay, bei den Lebenszellen jetzt nicht unbedingt, ne, aber 7 von 15 ist ja gut die Hälfte und 11 von 33, ja gut, ne, wer da sagt, das ist die Hälfte, den würde ich jetzt nicht unbedingt ein Mathestudium empfehlen. So, da muss ich hin, um diese Platten zu holen, ne, ja gut, okay. Aber da hätte ich mir auch gedacht, dass, gerade wenn jetzt noch 30% von dem Spiel übrig bleiben, dann denke ich mir immer so, was haben die Leute denn gemacht? Please. Dann denke ich mir noch so, hä, da muss doch irgendwie, hier muss die Zeit doch hingegangen sein, also. Vor allem, du sammelst das meiste ja auch tatsächlich so auf dem Weg mehr oder weniger ein. Gibt's hier oben noch irgendwas, was ich looten kann? Ganz wichtig. Aber ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen. Moment. Nee, da falle ich am Ende runter. Alles klar. Wahrscheinlich ist da noch hier auf der einen Seite das Tor. Nee, ach Quatsch. Hab ich doch gerade gesehen. Na egal. Lass den verwirrten Menschen in Ruhe. Der kommt gleich schon klar. Tschüss. Okay, aber das heißt ja auch, dass vielleicht andere das Spiel deutlich schwerer wahrnehmen. Was ist das denn hier? Mistkäferball. Was kann ich denn damit machen? Endlich meinem Favorite Job nachgehen. Dem eines Mistkäfers. Yo. Yo. Tschüss. Okay, wie? Ja, das habe ich ja gesehen. Ha, okay, cool. 8 von 15. Du hast eine Energiezelle gefunden. Ja, nice. Sehr schön. Danke. Finde ich auch immer cool, dass die mir das immer wieder vorlesen. Mein Geistertor zu öffnen. Achso, ich habe ja 4. Cool. Alles klar. Das fliegt da oben jetzt fröhlich vor sich hin, oder was? Kann ich den. Warte mal eben. Yo! Ja, kann ich! Gedacht, getan. Gefunktioniert. Okay, ob der dahin muss? Keine Ahnung. Hier gibt's wieder unnötige Energie. Immer wenn ich die nicht brauche, dann gibt's die am Wegesrand umsonst. Und jedes Mal, wenn ich die brauche, dann, welche Energie, von welcher Energie reden Sie, mein guter Herr? Boom. Okay, ich kann mich selbst damit wegsprengen. Ey! Ey, jetzt sag nicht, ich muss. Nee, komm. Nee. Nee. Die Zeit nehme ich mir und er so. Oh, die Kraft! Muss reichen. Muss reichen. Warte. Muss reichen. So. Tschüss. Wieso? Oh Gott, ist das euer Ernst? Ist das euer. Okay. Ich kann mir vorstellen, Ball muss dahin.
Und irgendeiner muss den da ja reinschieben. Was ist denn da hinten mit dem Stein los? Seht ihr das? Ja, ne? Kommen wir da oben dran rum. Wackelt, das sieht so ein bisschen ungesund aus, aber... Hey, hier bin ich schon. Boah, wieso fliegt der nicht nach oben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Tot durch. Okay, cool. Ich kann mich... Ach, ich bin einfach nur dumm. Die Lösung auf alle Fragen des Lebens. Wenn der Admiral einfach mal wieder dumm ist. Ah. Okay. Ah. Never mind. Das ist einfach... Ah, Mist. Okay, da haben wir schon... Zweiten Ball der Doofheit. Da kann ich hoffentlich so drüber springen. Yo, der muss mit Sicherheit da oben hin. Okay, was der jetzt hier soll. Ich sag nicht, ich muss den. Ups. Ja, okay, das war dumm. Ich speichere einmal. Oh, es ist ein. Okay. Es ist leider ein. Ach, dein Ernst. Warte mal eben. Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Speicher hier einmal. So, dann habe ich nämlich auch fast meine ganzen Leben zurück. Das lohnt sich. M&M. Wie? Ja, wie? Ja, so oder ja, wie? Boom. Mal einfach mal ein bisschen nach. Ach komm. Schaffst es, Kugel? Boom. Warte. Ja, guck dir das an. Guck dir das an. Ah, es ist doch wieder der Meister beim Zocken. Das war schon wieder knapp. Kannst du deinen Drecksball hier wieder behalten. Okay, dann bauen wir hier mal die Barriere. Dankeschön. Genau, und jetzt muss besagte Kugel wahrscheinlich wieder da unten hin. Besagte Mistkugel, aua, das war wieder dumm. Ja, easy, guck dich das an. Und hier kann ich immer noch nicht speichern, warum? Aber hier, okay, na gut. Da geht's nach oben. Wo kann ich denn nochmal speichern? Gar nicht, ne? Na, scheiß drauf. Okay. Yo, mach erstmal kaputt. So, den nehme ich noch eben mit. Mir gefällt sein Gesicht einfach nicht. Okay. Ah, scheiße. Ah! F to the Uck. Er hat sich selbst aus dem Tod gerecht. Dammit. Ah, gut. Es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Er hat meinen 125. Tod herbei beschworen. Der Arsch. Ja, dann fliege ich mal hier geschmeidig nach oben. Okay, links, rechts, geradeaus. Geradeaus ist keine Option. Ach so, ja, da sollte ich jetzt, ja genau, da sollte ich jetzt durch. Ja, ja, genau, okay, ja, easy. First try. So, Gott, ey, da kriegst du, das ist eine völlig neue Art der Klaustrophobie. Ah, ist auch was mit Herausforderungen, Spiel. Ja, das war jetzt auch sehr oft. Fuck. Ich glaube, ich sollte manchmal einfach mal die Phrase halten. Weißt du, was da? Verdammt. Kann ich da oben vielleicht noch speichern? Kann ich? Ja, kann ich. Warum habe ich das nun gerade nicht gemacht? Okay, gibt es da noch irgendwas? Okay, Planänderung. Ich fliege erstmal hier lang. Ich will den ganzen Schmuh hier noch auf der Seite mitnehmen. Ich hätte gerade keine Ahnung können, dass der Wind auf einmal aufhört. Ah, easy. Na, guck mal. Wenn du das im richtigen Takt machst, dann fliegst du sogar so ziemlich auf der Stelle. Aha. Erinnert mich so ganz leicht an die Kaisos von SMW, Super Mario World. Ich auch wieder nur auf den guten Denson referenzieren. Der macht das ganz, ganz okay, würde ich sagen. Er hat vom Besten gelernt.
Aber der Beste bin leider nicht ich. So, okay, dann fliegen wir hier mal durch. Durch die Decke der Tatsache. Boah, das war auch. Ach so, cool. Hier ist sogar eins von den Stücken. Von den freien Stücken. Tschüss. Das war dumm. Okay, da war ich wieder zu greedy. Und ich weiß auch nicht, warum ich hier wieder nicht zwischendurch mal gespeichert habe. Boah, spring doch. Leash. Leash. Na, guck mal hier. Speedrun. Speedrun. Parkour. 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 Darf ich da schon wieder durchfliegen? Easy, guck mal. Immer im First Try direkt. Ich nehme ja mal wieder hier das glitzernde Ding mit. Ah, einmal das glitzernde Ding bitte. Okay. Okay, keine Ahnung, warum ich gerade den Doppelsprung nicht gemacht habe. Fragen über Fragen. So, ups. Easy. So, hat ja keiner gesehen, dass ich zwischendurch mal gestorben bin. Kann ich hier noch speichern? Easy. So, du Drecksvieh. Fuck. Okay. So. Ey, drück doch. Fuck. Okay, jetzt aber. Boom. Ah, wenn das nicht alles so furchtbar wäre. Boom. Ich habe mich schon so ein bisschen spoilern lassen, dass der zweite Teil anders, aber nicht unbedingt schlechter sein muss, sein tut. Neue Fähigkeit. Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibelle. Nia steigt hoch in die Lüfte, sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Ah, dann kommen wir langsam mal zu der Erklärung, was der Blind Forest ist. Okay, da ist nichts, so wie es aussieht. Und ich schmeiße auch erstmal eine Ladung Kaffee rein. Tada! Du hast den Supersprung erlernt. Da hätte ich vorher sogar noch Witze drüber gemacht, dass es einfach nur Supersprung heißt. Aber, okay. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT gedrückt halten. LT war, ja, klar. Gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke dann A, um besonders hoch in die Luft zu springen. Cool. Boom. Nice. Ja. Davon reden die Leute immer, wenn sie sagen, sie gehen durch die Decke. Wie kann ich denn... Ach, ich kann das auch in der... Moment. Nee, ich kann das nicht in der Luft machen. Wie kann ich denn... Achso, ich muss mich da einfach nur festhalten. Ich Vollidiot, richtig? Yo. Ja, cool. Ach, das geht auch? Wenn es letzter... Hä? Moment. Lol, das geht... Das geht auch. Boah, da bin ich... Oh. Ja, genau. Shit. Boah, die Musik wieder. Alter. Eigentlich will ich gar nicht, dass ich schon 70% habe. Wieso kann ich nicht erst 2% haben? Oder so? Das wäre doch viel... Nein! Falsche Taste. Das war wieder dumm. Okay, das war gut. Hat auch meine Blitzreflexe wieder gegriffen. Gegriffelt. Boah, da muss ich mich erst... Nee, er hält sich nicht automatisch fest. Ich muss also 5 Tasten gleichzeitig drücken. Au. Und die Sterben-Taste. Gott. Warte mal eben. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ich hätte... Ja, gut. Okay, ist wie Fahrradfahren, nur... Ne? Ihr wisst schon. Ohne Fahrrad und im Wald. Ja, fast. Was gibt's denn da oben? Gibt's da oben irgendwas Tolles? Nein, dann hänge ich hier oben erstmal. Au. Au. Oh, oh. Easy. Und er wieder. Guck ihn dir an. Ja, natürlich! Hallo?
Letztes Leben! Letztes Leben! Letzter Salatkopf! Boom. Tödliche Reflexion. Reflexion! Hä, ich dachte, ich krieg mal Leben hier. Wo sind meine Leben? Wo? Wo sind meine Leben, sag mal? Sag mal. So, nach oben gucken. Okay. Warte. Achso. Fuck. Ja, dann steht da jetzt halt eine 131. Achso, da kann ich auch hin. Oh, okay, ich sehe es manchmal einfach nicht. Das sei mir verziehen. Aber keine Sorge, ich bin da mein schärfster Kritiker. Nicht nur vom Aussehen. Okay, dann da einmal rüber. Und die Leben einsnacken. Hey, das sind ja gar keine Leben. Was rede ich denn hier? Boah, das ist immer. Das ist gerade echt harter Tobak, bin ich ehrlich. Ja, cool. Vor allem, wenn ich hier reinspringe wie so ein Vollidiot. Ist gar nicht so einfach, aber find ich cool. Macht Spaß. Spaß zu sterben. Ist es verwerflich, wenn ich langsam Bock auf Celeste habe? Sagt euch das was? Gibt es das eigentlich für die... Nee, nicht für die Switch. Für die Switch weiß ich, dass es das gibt. Da würde ich allerdings ein relativ großes Allerdings hinterpacken, denn die Controller haben jetzt leider schon diesen... leichten Drift nach... Shit. Genau, diesen leichten Drift nach Shit. Diesen leichten Drift auf dem einen Controller. Könnte man aber schon machen. Oh, hier zu speichern, das ist sehr viel wert. Das ist sehr viel wert, so. Du kannst auch deinen Kack hier behalten. Boom. Ich weiß echt gerade nicht, ob es Celeste auf dem PC gibt. Ich glaube, ich werde das mal irgendwie mit aufnehmen. Ja, cool. Wie komme ich denn... Ach so. Warte mal eben. Denk. Falsch gedenkt. Denko Mio. Und jetzt... Ich weiß... das wird... Fuck. Ja, hat ja fast geklappt. Okay, ich nehme die Spinne mit. Je nachdem, wie man das auch machen möchte. Warte mal eben. Spider... Boom. Nee, da... okay. Jo! Eigentlich muss ich so ein kleines Sorry mal dafür raushauen, dass ich die ganze Zeit hier am Labern bin. Wie so ein... Ne? Wie der Admiral das immer gerne so tut. Kann ich da drüber springen? Ja. Ach, ich denke... Achso, ja, okay. Das sind jetzt Leben. Aha. So. Ich glaube, ich müsste mir echt mal einen Speedrun angucken. Wäre das eigentlich auch mal interessant, wenn man sich dann... Ja, aber es wäre ja so ein React, ne? Also... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Bock auf so ein React hätte. Ne? Also, dass man... Ne, macht ja ohne Kamera auch nicht so viel Sinn. Ich glaube, ich hätte tatsächlich auch mal Spaß daran, mir eins von den Speedruns anzuschauen. Ach, da oben muss ich hin, okay. Oder ich mach's einfach mal so, dass ich dann eben für andere eben Werbung mache, die das tun. Also ein Spiel ist ja dann schon extrem prädestiniert, dass man das speedrunnt. Naja, das kein Leben haben Level muss halt dementsprechend hoch sein, aber ...
Nee, aber ich weiß nicht, auch so, dass meine Meinung zu Speedruns hat sich mit der Zeit halt auch geändert, weil am Anfang fand ich das ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen lame. Dass man einfach so das Spiel immer so ein bisschen durchspielt. Und je nach, das kommt aber tatsächlich auf das Spiel an. Wenn du dann sagst, du hast zum Beispiel so einen Kaizo oder so, dann ist das in meinen Augen schon sehr, sehr cool. Ups. Ach, das geht zu ihrem Nest oder so, ne? Nee, da waren wir schon. Da rede ich gerade wieder Mumpitz. Es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele. Boah, warte mal eben. Geil, wir sind hier über dem Gewitter, ne? Okay, es gibt wieder die Steine, die aus Höflichkeit wackeln. Cool. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Ja. Oh. Schon cool. Der Gipfel der Welt. Du hast den Sonnenstein gefunden. Yay. Da steht da so eine Klammer dahinter. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horuberg. Cool. Oh, wieder. Sequenz. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horubergs passieren, aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Fragezeichen. Der Horuberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tada! Ja, das war wieder klar. Hohlhain. Und es gibt immer noch relativ viele Sachen, relativ viele Gebiete, die ich noch nicht gesehen habe. Und eine Fähigkeit, die noch fehlt, interessant, aber die wird ja dann in der nächsten Zeit auch noch kommen. Okay, ich finde es natürlich nice, dass hier die Gestalt vom Anfang, ich habe jetzt auch wieder den Namen vergessen, wenn es überhaupt einen Namen gab. Aber... ich hätte tatsächlich gedacht, dass diese Gestalt tot wäre. Also unwiederbringlich tot. Und, ja, dass man das jetzt, na, genau, erstmal einen Schluck Philosophenkaffee. Vor allem, dass man jetzt, achso, deswegen kann ich mich dann da auch zurück teleportieren. Richtig, richtig. Ja, wie soll ich sagen, ne, dass dann da halt der Tod nicht endgültig ist. Das hinterlässt so einen kleinen faden Beigeschmack zu dem Tod der ganzen Goumons. Und vor allem auch im Hinblick auf den Tod der Nachkommen hier von Kuro. Dass ich dann... Man will's, boah. Ja, okay. Und meinem eigenen Tod. Danke. Ich will's nicht. Ich will's eigentlich nicht schlecht reden. Also das was ich hier. Das, was ich gerade tue, ist halt das schlecht zu reden, aber vielleicht kann man das irgendwie nachvollziehen, was ich meine. Ja, dass dann auch irgendwie. Ja. So, ihre Kinder sind halt tot und alle anderen werden immer wiederbelebt. Das ist so ein bisschen wie. Oh Gott, jetzt die Referenz. Es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Dass einfach alle wiederbelebt. Boah, ich bin auch dumm gerade. Warte mal eben.
einmal konzentrieren. Oder kann ich nicht einfach den anderen Weg nehmen? Kann ich nicht einfach nach unten fliegen? Wäre das nicht irgendwie praktischer? Ja, kann ich. Macht auch viel mehr Sinn. Sehr cool. So, es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, dass einfach jeder außer... Jetzt reicht's aber. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle Herr der Ringe geguckt. Und es ist einfach so, dass einfach jeder Spinner wiederbelebt wird, außer Boromir. Alle sind immer tot oder alle sterben, außer Boromir, der ist einfach, ne, also, und werden wiederbelebt, außer Boromir, der ist einfach immer komplett tot. Ne? Jetzt mag der ein oder andere so vermuten, dass das mit Sean Bean zusammenhängt. Ja, das kann sein. Dadurch, dass er einfach in jedem Film oder in jeder Serie einfach stirbt. Ja, da mag es einen kausalen Zusammenhang geben, aber es ist aua. Es ist einfach so, dass jeder bei Herr der Ringe wiederbelebt wird. Gandalf wird wiederbelebt, aber... Boah, ey, ich bin gerade auch zu blöd. Das ist der Boromir-Effekt gerade. Das ist der sagenumwobene Boromir-Effekt. Ne? Der Boromir-Effekt besagt, dass wenn du einmal tot bist, dann bleibst du auch tot. Außer du heißt nicht Boromir. Ja, für uns, wenn wir sterben, gibt es halt ein Leben nach dem Tod. Und außer Boromir, der ist einfach komplett tot. So. Boah, ich. Jetzt reicht's. Mein Gott. Was ist denn hier? Ein Tod nach dem anderen einsammeln. 139. Jetzt wird langsam peinlich. So, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wie auch immer. So, halt die Küken oder Nachkommen von... von der Kuro sind halt... Ja, sind halt tot. Und die... Ich sag jetzt mal hier so Ersatzmutter von... Ersatzmutter klingt immer so schlimm. Die Stiefmutter. Das ist auch nicht ganz richtig. Ach doch, nee, oder doch. Keine Ahnung. Moment, ich muss gerade kurz reden. Was ist denn los? Nee, doch. Die Stiefmutter, sag ich jetzt mal hier vom Ori, die wird einfach wiederbelebt. So, ach so, ja, okay. Und das ist dann doch so ein bisschen... Und je nachdem, was die Story am Ende dann noch mit sich bringt, ne? Aber ich glaube, wenn ich mir den... Oh mein Gott, ey. Jetzt drifte ich ja komplett ab hier. Egal, kennt ihr ja. Mutmaßung, Mutmaßung. Au. Boah. Zum, zum, zum. Tschüss. Nein. Boah, ne. Ja, er trifft mich einfach noch. Ich hasse die Viecher. Den hasse ich auch. Ja, trifft mich nicht. Oh, oh. Warte mal eben. Speichere ich hier einfach mal und schummel ein bisschen. Ich meine, es ist einfach, egal welche Aussage man letztendlich trifft, das ist eh alles falsch. Also, mein Gott. Tschüss. Ja, klar springen. Ja, sicher. Ciao. Hä? War ich hier schon? Ja. Da gibt's noch was für Umme. Nicht für Unge, das ist was anderes. Ach, tu mir doch mal den Gefallen und stirb einfach. Schaut mal, Leute, es ist Spider-Man. So, jetzt sind wir mal genug rumgeführt. Alter, und es lebt wieder. Genug rumgephilosophiertet. Ja, da geht's scheinbar runter, wenn man den Gerüchten glauben darf. Wenn ich etwas anzumerken hätte. Moment. Easy. So, Captain Nervig ist wieder on duty. Ciao. Und das kriege ich ja mittlerweile auf. Oder? Ja, easy, guck mal. Eine Fähigkeitszelle. Mhm. So, dann. Guck mal, da gibt es nämlich auch noch was. Dann muss ich allerdings noch ein Stück weiter, aber dann kann ich ja hier einfach komplett. Nach rechts. Rechts ist dort, wo der Daumen links ist.
Links, Entschuldigung. Boah! Achso, warte, bevor ich. Nein! Achso, doch. Alles gut. Ja, dann vielleicht. Okay. Einmal speichern. Okay, ich kann mir aussuchen, ob ich. Ja, ob ich den Weg des Dämlichen gehe, den ich meistens gehe, oder ich gehe halt hier lang. So, guck dir das an. Ich bin ja ehrlich, ich hätte gerne echt mal den. Yo, nice. Die Kombo. Ich hätte gerne auch mal diesen Dreifachsprung. Genau, erstmal speichern. Nix. Tschüss. Kann ich mit dem Dash eigentlich auch diese Holzbarrieren durchbrechen? Ich glaube nicht. So, Chausen. Genau. Und da hoch. Alles klar. Alles klar und alles klärchen, Bärchen. Du hast eine Fähigkeitenzelle gefunden. Mal wieder. Wäre auch geil, wenn das Spiel das irgendwann da einfach mit hinzupackt. Du hast mal wieder eine Zelle gefunden. Fähigkeitenmarkierung. Fähigkeitenzellen werden auf der Karte angezeigt. Ja, das ist irgendwie. Boah. Oh, erhöht die Ausbeute begeisterlich. Das finde ich extrem nützlich. Denn wenn wir das haben, dann leveln wir damit nämlich auch schneller. So, dann haben wir da nämlich noch eine Fähigkeitenzelle. Die hole ich mir mal kurz. Wenn ich darum bitten dürfte. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gerade nochmal mit aufnehme. Mit, wenn wir dann halt die ganzen. Ach so. Ach, jetzt ist hier. Ah, jetzt ist hier der Wind. Der Wind, du hässliches Kind. Du hast eine Fähigkeitenzelle gefunden. Mal wieder. So. Ja. Ja, keine Ahnung, ob ich da durchkomme. Hier ist noch einiges. Da kann ich mir nicht. Ich würde zumindest gerne noch die Fähigkeit freischalten, dass. Wenn das überhaupt geht, aber die Fähigkeitenzellen hin oder. Ja, gut, die führen einen ja auch dazu. Ich kann mir vorstellen, dass hier oben dann schon das Ende eingeläutet wird. Boah, okay. Hey, war ich ja noch gar nicht. Lol, da war ich noch gar nicht. Kann auch sein, dass ich da später nochmal hin muss. Hier gibt's noch einiges. Da oben sollte ich jetzt durchkommen, ja. Aber da gibt's leider nur diese Ausbeute von. Wie haben die das genannt? Warte mal eben. Geisterlich, ne? Genau. Okay. Nein, das ist die Währung des Waldes. Der Walddollar. Okay, dann da. Ach so. Ah, okay, jetzt darf ich da oben hin. Okay. Okay, okay, okay. So, auf dem Weg dahin versuche ich mir aber nochmal die ganzen Fähigkeitenzellen zu holen, die hier so sind. An der Stelle mache ich jetzt auch noch einen kleinen Cut. Heißt, der Cut kommt für euch, aber nicht für mich. Und dann sehen wir uns beim großen Looten des Waldes wieder. Yo! Ich darf mich mal wieder bedanken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Yo, bis dahin, wieder schauen, reingehauen, ciao, ciao. Und du elender Drecksack.